Willkommen zur zweiten Ausgabe der Lockdown News. Als allererstes möchten wir uns herzlich bedanken für das viele und hilfreiche Feedback, was wir zur letzten Folge bekommen haben. Wir hoffen, euch gefällt, wie wir es in dieser Folge umgesetzt haben. Letzte Woche hattet ihr ja das Vergnügen mit meinem Redaktionskollegen Tim. Heute haben wir das. Unsere Lockdown News Nummer 1 ist ein Durchbruch, der bei der Entwicklung eines Corona-Impfstoffs erzielt wurde. Der ist nämlich den Gründerinnen und Chefs des Unternehmens BioNTech. Um die beiden wurde relativ zügig ein klassenfeindliches und rassistisches Narrativ gewoben, nämlich dass sie die Vorzeigemigrantin wären, die beweisen, dass es in Deutschland jeder schaffen kann. Der Durchbruch selbst besteht in einer Studie mit 29.000 ProbandInnen, in denen eine Wirkungswahrscheinlichkeit von 90% erzielt wurde. Das heißt aber noch nicht, dass der Wirkstoff gefunden, geschweige denn zugelassen oder verfügbar ist. Der Börse war das egal, dort wurde sofort in alles investiert, was womöglich von einem absehbaren Ende der Pandemie profitieren könnte. Der Marktwert von BioNTech liegt bei 21 Milliarden Euro. Das ist eine unfassbare Summe, vor allen Dingen vor dem Hintergrund, dass BioNTech selbst noch nie Gewinne eingefahren hat und jetzt schon einen höheren Marktwert hat als etablierte deutsche Pharmakonzerne. Das Unternehmen Pfizer, mit dem BioNTech für die Entwicklung des Impfstoffs zusammengearbeitet hat, zählt zu den marktwertgrößten Unternehmen überhaupt mit ungefähr 203 Milliarden Dollar. Tatsächliche Impfungen sind in Deutschland erst für Frühling kommenden Jahres vorgesehen. Zu dem Zweck will die Bundesregierung 100 Millionen Impfdosen sichern. Das ist ziemlich viel vor dem Hintergrund, dass wir gerade mal 80 Millionen Einwohner hin haben. Die Bevölkerung soll freiwillig durchgeimpft werden. Eine Impfpflicht, wie Corona-Leugnerinnen sie vorhersehen, ist bisher nicht in Sicht. Zuerst sollen aber Pflegekräfte und so weiter mit dem Impfstoff versorgt werden. Das Recht auf Impfschutz hängt also auch von der Systemrelevanz der Menschen ab. Unsere zweite Nachricht handelt vom Landesinnenminister Cafier. Der hat nämlich eine Waffe bei rechten Preppern gekauft. Wir haben in der vergangenen Woche mehr erfahren über die verschiedenen Verbindungen von rechten Terrorstrukturen in Deutschland und dem Staat. Die Rede ist von Lorenz Cafier, der ist seit 2006 Innenminister in MacPom und in dieser Position eigentlich für die innere Sicherheit zuständig. Außerdem war er von 2011 bis 2018 Schirmherr für die Special Forces Workshops. In diesen trainieren internationale Spezialeinheiten und sie werden organisiert von Frank T. Wer ist dieser Frank T.? Frank T. ist ein Faschist, ein Schießplatzbesitzer und ein Schießtrainer, der Spezialeinheiten wie zum Beispiel die GSG 9 oder KSK trainiert hat. Bis offiziell 2017 war er Mitglied der Gruppe Nordkreuz. Das ist eine Gruppe, die sich auf die faschistische Machtübernahme in Deutschland vorbereitet. Bis 2017 also auch, während er mit dem Landesinnenminister Cafier zusammengearbeitet hat. Heute ist er kein Mitglied mehr, aber immer noch gut verbandelt mit SEK-Polizisten wie Marco G. Bei dem wurden bei Razzien ungefähr 10.000 Schuss Munition gefunden. Cafier und Frank T. verbinden aber nicht nur so pseudo-berufliche Beziehungen wie eine Schirmherrschaft. Am 12.11. hielt Cafier in seiner Funktion als Innenminister einen Vortrag über den Verfassungsschutzbericht. In dem kam das faschistische Kreuznetzwerk praktisch gar nicht vor. Eine hartnäckige Journalistin recherchierte zu dem Zeitpunkt schon seit 9 Monaten zu der Frage, ob Cafier bei Frank T. nicht Schießtrainings gemacht hat oder sogar eine Waffe gekauft hat. Diese Frage wurde zum wiederholten Mal abgelehnt, mit dem Hinweis, dass es eine private Information war. Doch der Druck war offensichtlich zu groß. Noch am selben Nachmittag hat Cafier gestanden, eine Waffe bei Frank T. gekauft zu haben. Obwohl er leugnet, müsste er als Innenminister eigentlich wissen, dass zu dem Zeitpunkt, als er sie gekauft hat, nämlich 2018, bereits Ermittlungen gegen das Nordkreuz und auch gegen Frank T. stattgefunden hatten. In unserer dritten Nachricht für heute geht es um Corona-LeugnerInnen. In den letzten Wochen gab es nämlich Corona-Proteste von rechts, die Schlagzeilen gemacht haben. Pandemieleugnerinnen demonstrierten unter anderem gegen die Maskenzwang und bündelten sich dabei nach Belieben esoterischen, antisemitischen, rassistischen und faschistischen Parolen. Gegenproteste gibt es, aber die sind meistens ziemlich klein und die Polizei tut auch ihr Übriges, sie zu zerschlagen. Aber wie unser Autor Paschan aus Leipzig festgestellt hat, die Mehrheit der Menschen beobachtet diese Ereignisse apathisch aus der Ferne. Was kann unsere linke Antwort auf diese rechten Massenmobilisierung sein? Wir müssen soziale Fragen aufmachen und darauf auch Antworten finden. Denn die Corona-Diktatur, in der der Staat sich eine Pandemie nur ausgedacht hat, wie Corona-LeugnerInnen hervorsehen, die gibt es nicht. Aber eine wirkliche Opposition zu der Haltung, dass es gerechtfertigt ist, die Gesundheit von Millionen aufs Spiel zu setzen, für ein bisschen wirtschaftliche Stabilität, die gibt es auch nicht und auch keine Opposition dagegen, dass massiv Grundrechte eingeschränkt werden. Das kapitalistische Krisenmanagement wurde von CSU bis Linkspartei weitestgehend durchgewunken. Wie immer gilt für uns dabei, unser Schlüssel zum Erfolg ist ein gemeinsamer Struggle.
In der Pandemie ist es viel zu oft passiert, dass die Bedürfnisse von zum Beispiel HochrisikorentnerInnen gegen die Bedürfnisse von SchülerInnen diskutiert wurden. Heute ist es so, dass SchülerInnen manchmal zu dreist in Klassenräumen sitzen und ihre einzige Infektionsschutzmaßnahme ist, regelmäßig zu lüften. Der Lockdown-Light, den es aktuell in Deutschland gibt, nutzt am Ende nur den größten Branchen und Unternehmen in Deutschland. Am Ende wird mit diesem Lockdown-Light sehenden Auges ein Karren vor die Wand gefahren, in dem Alte und Junge, ArbeiterInnen und kleine Selbstständige alle gemeinsam sitzen. Auch wenn die Repressionen, die Gegenproteste im Moment erfahren, wirklich heftig sind, es geht auch um wirklich viel im Moment. Existenzängste, eine Pandemie, Massenmobilisierungen, an deren Spitze sich Neonazis stellen. Für uns heißt es also, raus aus der Defensive, Forderungen aufstellen für die Sicherheit und Gesundheit der vielen statt der Wirtschaft. So wie es aussieht, werden wir auch noch einige Zeit haben, um progressive Antikrisenproteste zu gestalten. Denn Bundeswirtschaftsminister Altmaier hat erklärt, dass er damit rechnet, dass es den Lockdown Light auch noch im Dezember und vermutlich noch einige Monate darüber hinaus gibt. Lockdown Light heißt am Ende Einschränkungen im Privaten, aber Gesundheitsrisiko auf der Arbeit, damit die Profiteinbußen für die Wirtschaft möglichst gering ausfallen. Das heißt also, wir werden uns in diesem Format auch noch einige Wochen lang sehen. Bitte gebt uns weiterhin Feedback, damit wir uns nach wie vor verbessern können und macht's gut.